Hallo, wir sind in einer neuen Folge von Uncharted. Wir sehen uns gerade diese geologische Formation an. Ja, wir beide diskutieren seit Stunden, ja, wir sind ja beides Geologen, hier darüber, ob das irgendwie passen kann, aber eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Das ist eher der Fiktion der Naughty Dog. Na gut, die haben ja, wie ich ja schon mal erklärt habe, die haben ja dieses überhöhter Realismus als ihren Stil ausgegeben. Und das ist ja offensichtlich ein Berg, der so ähnlich in der Realität existieren könnte, aber überhöht. Aber wir sagen mal, siehst du jetzt, falls ihr Geologe seid und es besser wisst, schreibt in die Kommentare. Genau. Wie, hä? Geologen, die es besser wissen als wir beide? Das halte ich für ein Gerücht. Du bist ja süß. Ach Gott, dieses Understatement, das liebe ich an dir, Daniel. Oh, da geht's deep down. Oh, guck mal, da ist... Da wollten wir hin, ne? Zum Schloss oder zu dem... Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. So. Jetzt darf ich tatsächlich mal wieder ein bisschen klettern hier. Ist doch gut. Da bestimmt ist da drin ein Schatz. Oh, Schatz. Auf jeden Fall ist da drin sowas wie ein Schlafplatz. Und eine Treppe. Eine Leiter. Musst du erstmal wieder einen Schluck nehmen. Trink mal einen Schluck. Wasser. Kühles, klares, nass. Ja, nein, du bist ja Russe. Also für dich ist Wodka Wasser, ne? Also ich würde es jetzt halt einfach Wodka nennen, aber... Musst du wissen, ob deine Leber damit klarkommt. Also. Vor allem, wenn ich so ein halbes Glas austrinke auf einmal, ne? Ja, hast gerade ganz schön gekippt, ich muss auch sagen. Also, nach dem Kaffee, man dehydriert ja. Ja, dann muss man ein bisschen, Wodka heißt ja auch nur Wasser letztendlich. Genau, also, ja, aber das war voll krass jetzt auch noch bei dieser Things to Come Ausstellung. Das war richtig cool, weil ja, da war halt... Haben wir letztes Mal drüber geredet, genau, letzte Folge. Haben wir letztes Mal, jetzt muss ich mich nicht mehr konzentrieren, irgendwelche Leute umzubringen, jetzt kann ich labern. Genau. Mach also mal. Leute ins Koma zu, na wie auch immer. Nee, laber mal, genau. Und da war halt so ein krasses Alien halt aus dem Film Independence Day. Und es war so bestimmt 2,5 Meter groß. Mindestens, wenn nicht größer. Das war echt beeindruckend und sehr schön. Und Graumanzüge, und die sind zwar alle mit Plastik gemacht, du musst rüberspringen, Dennis. Ja, ich komme da aber nicht rüber. Oh, stell dich nicht so an. Nur weil du sie alle wegsneakst, heißt das nicht, dass das jetzt hier einfach ist irgendwie. Hm. Ich habe halt hier keinen Punkt, wo ich irgendwo, wo er möchte, weißt du? Hm. Also wir empfehlen auf jeden Fall die Things to Come Ausstellung, wenn man ein bisschen was mit Science Fiction anfangen kann. Ja. Scheiße, ey. Wenn man sagt, dass Star Trek und Star Wars kacke sind, sollte man nicht hingehen. Ja. Weil Interstellar einem doch ein bisschen zu spacig war. Zu spacig. Und wer Prometheus nicht mag, der hat sowieso nicht verdient zu leben. So einfach ist das. Guck mal, so geht das hier nämlich. Ja. So geht das. Zack, wieder. Genauso würden wir es auch machen. Easy. Ja. Aus dem Untergelenk. Easy. Na, vor allen Dingen nach den Wochen, die der jetzt schon in den Knochen hat, ne? Also, ist ja nicht so, als wäre das hier sein. Wieso ist er denn hier schon oben? Sam ist halt einfach ganz Fixer. Was ist los, Sam? Ein Fixer. Ein Fixer ist, naja, ganz. Der war im Gefängnis. Was denkst du, was der alles gefixt hat da? So. Oh. Zack. Ich nehme mal den Schwung direkt mit. So. Oh, hier eine Frucht. So, alles aufgegessen. Traumhaft. Traumhaft. So, wie komme ich denn jetzt da hinten? Ach so, ich würde einfach runter einfach jetzt hier. Ist nicht so schwer. Oh, jetzt kannst du die Villa erkunden. Oh, ist geil. Ist das hot. Da gab es im ersten Teil auch so eine, also nicht diese Villa, die abgebrannt ist, die war im zweiten. Aber ja, ja, ich weiß, was. Aber im ersten gab es auch auf dieser Tropeninsel so ein bisschen so herrenhausartige, so Gouverneurssitz so ein bisschen. Weißt Herrenhaus. Du? Ja, wie die Herrencreme, nicht zu verwechseln. Das ist genau das Gleiche. Was ist eigentlich Herrencreme? Dazu kann ich nur die Promi-Dinner-Verarsche von Switch Reloaded empfehlen, da wird das sehr genau erklärt. Ja, ist das nur Herrencreme oder ist das Gene? So, Ich verstehe den Öcker nicht. Ist das nur Herrencreme oder ist das Kehle? Das ist halt einfach so eine Vanillecreme. So Vanillecreme. Aber warum heißt die denn Herrencreme? Ja, warum heißt schwarze Schokolade Herrenschokolade? Weil sie halt so heißt. Hat irgendjemand mal so genannt. Hat das was mit dem russischen Wort Herr zu tun? Es ist ein russisches Wort? Ich dachte, es gibt das deutsche Wort Herr. Das gibt's auch, aber es gibt auch das russische Wort Herr. Was heißt es denn? Ach, das erklären wir jetzt nicht. Wieso nicht? Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, okay. Ist das was Schweinisches? Natürlich. Darf ich das nicht wissen? Doch, aber erst in der Pause. Ach so. Wegen des Bildungsauftrags und der Jugendlichen und Jugendschutz und genau. So. Genau. Im Internet ist ja alles ab 12 und so. Weiß man ja. Gut. Oh mein Gott. Ja. Ja, Herrencreme. Überall Affen. Das sieht aber cool aus hier. Guck mal, wie viele Affen hier sind. Cool. Wahrscheinlich sind die Affen so die, die den Aufstand gemacht haben. Ja. Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Aber wer hat denn das gebaut? Das naja, die Piraten. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß.
Das ist schon, also schon recht beeindruckend für so ein paar Piratenkapitäne, die sich da eine Siedlung aufgebaut haben. Da muss ja irgendein armes Schwein das auch alles gebaut haben. Hast du Black Flag gespielt? Teilweise. Ich aber, du weißt doch, da so diese Piratenstadt, die es da gab, oder? Ja, in Jerry. Das waren ja alles so Holzhütten und so. Ja, genau. War relativ überschaubar. Das einzige Steinhaus war da ja mehr oder weniger das von dem Hauptcharakter. Und das ist ja schon irgendwie imposanter als... Da fliegt der Stuhl durch die Gegend, ja. Warte mal. Fliegt der Stuhl durch die Gegend? Nicht die Art von Stuhl. Er hat alles mit Scheiße beschmiert. Das ganze Bad, die Wände sind voller Scheiße. Der Boden ist voller Scheiße. Dumm und Dümmer, ey. Das war noch was damals. Ach Gott. So. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Wir auch nicht durch. Spiel vorbei. Danke, Nate. Danke für die Hinweise. Ich geh mal in den Schrank. Nee. Mach eine... Oh, ein Schatz. Wo? Da, dreh dich mal um, genau da, an der Büste. Ach, an der Bürste. Oh, was ich hier die Schätze einsammle, Alter. So. Geschmack kann man nicht kaufen. Okay, also die beiden quatschen immer noch darüber, wo man jetzt, warum es hier so cool aussieht, aber weiter kommen wir da. Hier, kommen wir hier in der Mitte vielleicht irgendwie? Hier, das sieht doch geil aus. Sieht aus wie ein Rätsel. Ist doch ein Rätsel, aber er sagt nichts dazu. Da geht's lang. Hier in der Mitte. Ja, da bist du da runtergerutscht. Nee. Nee, guck mal, wenn du jetzt da nach rechts gehst. Da und jetzt durch das Loch. Ja. Da warst du noch nicht. Genau, nee, ich kam von der anderen Seite. Ach ja. Es ist schön, wir haben Samstag. Draußen regnet es. Ja, voll entspannt hier. Ist gut. Ich hoffe, für bei euch ist es auch gerade schön. Ist irgendwie, also schön drin, draußen ist egal. Wenn ihr gerade drin sitzt, spielt doch irgendein Spiel. Guckt dabei unser Let's Play. Hört uns zu. Wie wir über Dinge reden, die da kommen mögen. Ich denke, hier kommt ein großer Endboss jetzt. 5 Meter groß. Ja, Dark Souls. Mindestens so ein Dark Souls-Boss. Alter, okay, hier gab es Aufstand. Die haben sich alle gegenseitig umgebracht. Ja, da liegen auch Kinder. Das ist echt scheiße, ha? Verdammt. Kanonen, provisorische Barrikaden. Nee, jetzt ist kein Kind. Aber die Frage ist, wer hat gegen wen gekämpft, ne? Ist, wer bekämpft wen? Aha, siehst du? Und warum? Der Nate stellt dieselben Fragen wie ich. Stellt gute Fragen. Ein paar der Leichen sind Spicker angeflogen. Sind die Soldaten auf? Oder wurde das überfallen, vielleicht von den Spaniern oder so? So von den, ich sag mal, Uniformen her. Mhm. Diese typischen Metallharnische. Die Inquisition. Ja, es war ja die Zeit von den spanischen Eroberern da in Süd- und Mittelamerika. Hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Hoffentlich hat es nicht geklappt. Sam denkt wieder nur an die Kohle. Kapitalist. Aber was denn, nur mal angenommen, der Mafiosi da, der will ja 400 Millionen Dollar haben, ne? Mhm. Was denn, wenn die jetzt da, sagen wir mal, ein Teil ist weg und sie finden nur noch 100 Millionen? Bringt er ihn dann trotzdem um? Weil sie haben ja an sich richtig viel Geld gefunden. Also die sie ihm schenken, also geben können. Aber will er wirklich 400 Millionen, wenn es nur 380 Millionen sind? Das war ja nur eine Schätzung mit den Finanzen. Ja, ja. Ist ja voll gemein da so. Was, es sind nur 380? Dann töte ich dich jetzt. Töten tut er sie wahrscheinlich so oder so, aber egal. Na, aus Prinzip. Oh, hier ist ein Symbol. Das ist ein Totenkopf. Ein toter Kopf. Oder ein Tortenkopf. Vielleicht auch jeder. Das. Das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Das sieht jetzt ein bisschen nach Bioshock aus. Infinite. Ja. Da gab es ja auch immer so diese ganzen Alabaster-Statuen und so. Und da ist ein Schalter. Ich drücke den Hebel. Okay. Fahrstuhl. Das Gerät aktiviert. Das Gerät wird von der anderen Seite. Lässt sich von, das Gerät lässt sich von dieser Seite nicht bedienen. Du mir mal? Ja, auch hier wieder. So, jetzt ist der ganze Saal voll gefüllt. Oh, schade. Krass. Alles Alter, was haben die denn alles gebaut, diese Piraten? Ja, klar. Teufelskerle. War das Rave? Stimmt nicht. Das ist der schon kommt, länger weg. Komm, das ist doch schon alles schon. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. So, wo ist der Schatz jetzt? Müssen suchen. Wir vielleicht noch in ein anderes Land? Hinweise suchen. Ah. Nepal. Die Diebe. Oh, neues Kapitel. Wir haben es mal wieder geschafft. Hier ist ein Hinweis, guck. Nichts. Nein, nur eine leere Schublade. Oh, jetzt wird es aber storylastiger. Das ist sehr schön. Es wurde wieder Zeit. Es wurde Zeit, ja. Wir sind sehr viel geklettert und haben sehr viel geschossen. Und vor allem sein Seil ist jetzt mal grüner geworden. Sehr grünes Seil. Es ist moosbewachsen. Ich habe es zu lange nicht benutzt. Guck mal, hier ist noch ein Hinweis. In dieser Schublade. Oh, ein Zettel. Ein Zettel. Lesen. Viele Schätze.
auf dem Wege nach Libertalia im Hafen Kings Bay. Also es ist einfach die Ladung von Piratenschiffen. Oder von einem Piratenschiff, von der Destiny. Das Inventar. Sogar 12 Pferde und 4 Fässer. Von gutem Wein. Hoffen wir es. Okay, also es war theoretisch mal eine Menge da. Mhm. Das soll uns das sagen. Wenn das ein wahrscheinlich war es jetzt eins von x Schiffen. Von wahrscheinlich Dutzenden Schiffen. Und das war wahrscheinlich alleine schon Millionen wert in heutigen Währungen. Aber die hatten ja hier auch die übelsten Gemälde. Das war hier pompöser als Spanien in Zürich, ne? Deswegen sind die Spanier wahrscheinlich auch gekommen. Die waren einfach neidisch. Eifersüchtig. Ihr baut doch nicht so was Schönes. Da fliegt jetzt ein Skelett raus. Oh, nee. So, buh. Ist der, die Halloween-Überraschung gewesen. Erschrecker. Was ist da? Ist da was? Eine Falle. Da ist nichts. Das ist ein Mimik, der frisst uns jetzt. Aber können wir nicht ein bisschen Gold hier von den Wänden abkratzen und das mitnehmen? Ist doch bestimmt auch alles Blattgold oder so. Guck mal, hier ist noch... Kann man hier in seiner Unterhose nachgucken? Ja. Ah, krass, der hat eine Armee von Piraten. Eine, Wache, oder? Eine Piratenarmee. Gute Wenn man Arbeit. Sich das mal anguckt. Was zum Teufel ist hier passiert? Naja. Das wüsste ich auch gerne. Wir können ja mal reden. Was, wenn nichts von dem Schatz übrig ist? Sie haben alles für Marmorböden ausgegeben. Die Siedler finden raus, dass ihr Geld weg ist. Und sind sauer. Ja, vielleicht. Oh, krass. Und guck doch mal hier, wie an den Wänden auch die Gemälde der Piraten, da steht überall Dieb dran. Ja, Thief. Hä? Aber logisch, es sind Piraten. Ja. Warum sollte jemand... Ja, wahrscheinlich haben die Piraten den allen das alles Gute versprochen und haben sich dann selbst dann im Prinzip... Bereichert, ja. Und sich da Paläste gebaut und die anderen Leute da bauernmäßig schuften lassen. Hast ja, wir haben ja am Anfang Briefe gelesen, dass der da als Bauer jetzt arbeitet, der eine Pirat. Und wahrscheinlich haben die Captains da in Saus und Braus gelebt. Hier, von Taylor, war das nicht einer von den Piraten? Ja. Okay, also die haben da sehr gut gelebt, ja. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn die sich eine Piratenoase da aufgebaut haben, hätte irgendjemand ernsthaft erwartet, dass die da nicht in Saus und Braus leben? Also dachten jetzt die Leute, die mit ihnen da hingehen, dass sie jetzt bodenständig werden und da in Armut leben? Und das Ding ist, die wollten das wahrscheinlich alles gleich verteilt haben. Wahrscheinlich wollten das ist der Gedanke des Kommunismus, nicht. Ne? Das wollten aber die Captains nicht. Das haben einfach, glaube ich, deren Besatzungsmitglieder falsch verstanden. Das war nie die Idee. Also denke ich. Ich denke, es war die Idee, da einfach in Ruhe und ohne Gesetze, also ohne die Gesetze der großen Länder wie Spanien und England zu leben. Ja, steht auf allen Gemälden drauf. Aber da ist einer mal hochgeklettert und hat das beschmiert. Das ist echt eine Aufgabe gewesen, ne? Ich glaube, du kannst hier... Kletterhannes war das. Von der Seite, von links, genau, jetzt ja, gerade zu und rechts kannst du, glaube ich, hochspringen, ne? Ja. Hüpf. Ach komm, na gut. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. War. Er ist weg, ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Gute Frage. Auf dem Brustpanzer seiner Soldaten. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Ja. Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja. Ja, Pirat bleibt Pirat. Also sie haben den Schatz erst angehäuft und ihn dann aber wieder gestohlen. Von den Siedlern sozusagen, von ihren Untertanen, wenn man so will. Deshalb sind sie doch auf einer anderen Insel. Ich weiß, wo er ist. Jetzt kommt's. Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Hat er noch einen Ort gegründet? Der ist auch einfach nicht fertig geworden mit Ortgründen da. Häuser und
Jedes hat sein eigenes Siegel. Da haben die sich alle ein Haus gebaut, die Piraten. Weil in dieses große Gebäude nicht gereicht hat. Das hat ihnen nicht gereicht, sie wollten noch größere Gebäude. Uns zu orientieren. New Devon, wir kommen. Oh Mann. Ey, wie geil. Also, fassen wir doch mal zusammen. Die Piraten, Captains, haben mit ihren Mannschaften ein Utopia gegründet und haben sich das gesamte Geld, das alle Piraten da jemals verdient haben, in das Schatzhaus füllen lassen. Hm? Und dann haben sie irgendwann wahrscheinlich in einer Nacht- und Nebelaktion das ganze Geld geschnappt, sind um die ganze Insel rum, haben ein neues Utopia gebaut, aber nur mit reichen Leuten. Das ist wieder eine Zweiklassengesellschaft. Ja, weil sie keinen Bock mehr auf ihre ganzen Tausenden von dummen Besatzungsmitgliedern haben. Also muss doch trotzdem jemand auch in New Devon dann... Die dummen Arbeiten gemacht haben, ja. An sich schon. Keine Ahnung, wir werden es sehen, aber es sind in den nächsten Folgen. Und hoffentlich ist es eine Kletterfolge. Ja, es ist eine Kletterfolge. Daniel darf klettern nächstes Mal. Tschüss. Bis dann.